Professor Jensen, willkommen beim ERP-Infotag. Wir haben jetzt diskutiert die Themen Social Media, Web 2.0 und der Zusammenhang mit dem Thema ERP. Ja. Wie wichtig ist das denn aus Ihrer Sicht? Also ich bin mir sicher, dass diese Themen an Bedeutung auch für den ERP-Markt deutlich zunehmen werden. Wenn wir uns einmal anschauen, die Anzahl der Userzahlen auf Facebook, die unterwegs sind und die innerhalb kürzester Zeit letztendlich von Facebook gewonnen wurden, 500 bis 700 Millionen innerhalb eines Jahres, da zeigt sich einfach, dass wir diese Dinge gar nicht außen vor lassen können als ERP-Hersteller. Es werden viele Prozesse im Bereich Kundenmanagement, im Bereich internes Management, Kundenkontaktmanagement, aber auch für viele Serviceprozesse werden diese Dinge immer wichtiger. Es ergeben sich dort viele Potenziale, Prozesse zu automatisieren, aber auch Kommunikation um technische Dienstleistungen und komplexe Produkte herum letztendlich zu streamlinen und effizienter abzuwickeln. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass heute auch eine neue Schicht von Usern, eine neue Generation herangewachsen ist, die einfach von vornherein mit diesen Themen groß geworden ist, die spielend lernt, sich dieser neuen Social Media oder Networks oder Messaging-Dienste zu bedienen und von daher auch ganz andere Herangehensweisen pflegt und unmittelbar natürlich naiv fast diese Medien nutzt. Dahinter steckt sicherlich die Gefahr, dass Unternehmen aufpassen müssen, diese Prozesse wieder zu standardisieren. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die ich für Unternehmen auch sehe und dann auch für uns als ERP-Hersteller, solche Dinge zu kanalisieren und nach vernünftigen, praktikablen Anwendungsmöglichkeiten zu suchen. Die gibt es zuhauf. Ansonsten läuft man aus meiner Sicht als anwendendes Unternehmen die Gefahr, dass sich Prozesse neben den eigentlichen Standard-ERP-Prozessen bilden und letztendlich Standardprozesse unterlaufen werden durch die direkte Kommunikation von Mitarbeitern zu Partnern, zu Kunden oder auch untereinander. Und um das zu verhindern, gibt es auch, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit, dass Unternehmen diesen Trends öffnen und natürlich sind auch wir als ERP-Hersteller da gefragt zu sehen, wo kann man diese Dinge integrieren, wo kann man Social Networks, Social Media, Messaging-Dienste mit ERP-Prozessen integrieren. Ein weiteres Hype-Thema des IT-Markts ist das Thema Cloud Computing. Inwieweit sehen Sie denn in Europa einen Markt für das Thema? Ja, gute Frage. Wir sind als amerikanisches Unternehmen mit einer amerikanischen Mutter natürlich immer sehr stark auch auf den amerikanischen Markt ausgerichtet. Ganz ehrlich, in Amerika sind die Zeiten andere als hier oder die Zeit ist schon viel, viel weiter fortgeschritten in Amerika. In Amerika stehen Unternehmen und auch Anwender diesen Themen deutlich offener gegenüber. Hier in Europa, speziell auch im deutschsprachigen Raum, sehe ich da doch gewisse Bedenken von Seiten der Anwender, ihre Applikationen, vor allem aber auch ihre Prozesse und ihre Daten ja, in die Cloud, in die Wolke zu begeben. Erklärung aus meiner Sicht, zum einen wirklich die Befürchtung, sensitive Daten, technische Daten, Kostendaten, Konstruktionsdaten außer Haus zu geben und zu riskieren, dass diese dort missbräuchlich verwendet werden, kopiert werden. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass viele Unternehmen die Befürchtung haben, dass sie mit ihren ureigenen Prozessen dadurch sich ja, eingeengt fühlen, dass sie weniger flexibel, weniger adaptiv auf neue Herausforderungen zugehen können und dass letztendlich man vergleichbar wird, vergleichbar mit dem Wettbewerb, wenn man Standard nutzt, der irgendwo aus der Wolke heraus produziert wird. Also von daher denke ich, dass im europäischen Umfeld da eher noch Nachholbedarf ist, gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Herzlichen Dank. Wie gefällt Ihnen die Diskussion am ERP-Infotag? Ja, fand ich sehr interessant. Gerade die Veranstaltung, die wir unter den Anwendern hatten. Also ich fand, das war eine sehr offene, sehr erfrischende Diskussionsrunde, die getragen wurde von eigenen Beiträgen, aber auch von vielen Anregungen aus dem Publikum. Fand ich richtig klasse. Sicherlich auch jetzt so hinter den Kulissen mal dazu beigetragen hat, dass es eigentlich in keinster Weise von uns vorbereitet war. Also wir sind da sehr frank und frei auf die Bühne gekommen und ich denke, es war eine sehr erfrischende, offene Diskussion. Herzlichen Dank.